Hallöchen, Popöchen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Baldur's Gate 3. Wir sind in der letzten Folge aus einer Höhle gekommen, ziemlich genau hier, und sind dann über so einen Küstenabschnitt gelaufen und hier angekommen, wo sich zwei verfeindete Gruppen verprügelt haben und wir sind dazwischen geraten und mussten dann alle töten. Und ja, jetzt looten wir und scheinbar, hier steht ein Schiff im Hintergrund, scheinbar ist dieses Schiff auch von dem Turm gekommen, wo wir herkamen. Da ist es wohl abgehauen. Jetzt lassen wir uns mal überraschen. Was genau uns hier erwartet. Da ist noch eine Kiste. Oh, leicht laggy gewesen. Habt ihr das gesehen? Ganz kurz. Was mit Fungels? Jutesack. Verschimmelte Möhre. Hm. Da läuft irgendwo Wasser ins Loch. Der hat, ich habe halt gesagt, können wir nicht einfach alle friedlich sein? Und er sagte, in Baldur's Gate Frieden. Ich bin gespannt, was mich in Baldur's Gate selber erwartet, also Baldur's Tor. Faust Wasser? Ja. Ich nehme mal ein Wasser mit, ich habe das Gefühl, ich werde es brauchen. Also wir können tatsächlich sogar auf das Schiff. Aber hier ist einfach nichts. Da ist ein Lager. Lesen. Das Frachtverzeichnis eines Schiffs. Unter all den trivialen Gütern wurde eine Ladung mit, mit Kasten eingekreist und mit einer Notiz versehen. Oh, einmal kurz die Brille sauber machen. Nicht vergessen. Die Waren des Steinfürsten. Ich bin so überbeleuchtet, oder? Ich habe das Gefühl, ich fühle mich so überbeleuchtet. Warte mal. Ändert jetzt nicht viel, aber ist okay. Die Waren des Steinfürsten. Wir müssen den Mann nicht sehen, um zu wissen, dass ihm sein Hab und Gut teuer ist. Solltet ihr versuchen, einer Kiste zu öffnen und einen Blick hineinzuwerfen, denkt an Norin und die Wahnsinnigen mit den weit aufgerissenen Augen, die ihn beim letzten Mal mitgenommen haben. Ich habe keinen Finger gerührt, um diese gottverdammten Verrückten aufzuhalten, und das werde ich auch für euch nicht tun. Verstehe ich. Oh, ich sehe wieder was. So, hier haben wir zwei Gedankenschinder. Wo sind die Kisten denn? Lass doch mal gucken hier. Blutbank. Ah. Ah ja, okay, ich verstehe. Vampire. Wir haben zwei Gedankenständer bekommen. Da ist doch eine Truhe, die sehe ich doch von hier aus. Aha, ja, nehmen wir alles. Also bald haben wir das Hirn komplett voll. Ich bin jetzt halb Elitide im Übrigen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitgekriegt habt. Kommt ihr da runter oder seid ihr doof? Also ich wollte jetzt gehen. Kommt ihr bitte? Kriegen Unterricht in die Säure zu hüpfen, aber ja, okay. Und mehr ist ja auch gar nicht, ja. Das war. Hier ist Sackgasse. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bin ich ehrlich. Warum leuchtet der so? Ah. Schimmertanzdolch. Dieser Gegenstand leuchtet in einem Radius von 6 Meter.
nur Zweithand, Schimmertänzer. Wenn dieser Deutsche in der Zweithand geführt hat, erhält der Träger einen Bonus von plus 1 auf Rüstungsklasse. Okay. Lesen. Neun Finger gibt nicht klein bei. Der Steinfürst drängt sich in unsere Geschäfte. Sie will also zurückdrängen. Findet heraus, warum dieser milchgesichtige Scheißer unbedingt eine Anlegemöglichkeit für die Schiffe des Kults schaffen will. Okay, was war das hier noch? Nehmen wir mal mit. Oh, wir hätten zwei fette Deutsche, ne? Ganz leicht. Was bringt das, wenn eine Waffe leicht ist? Und man kann sie auch werfen. Naja. Ich muss gestehen, dass mich der Dings hier, der Knüppel, auch wenn er legendary ist, nicht so anturnt. Ist halt Wuchtschaden, ne? Irgendwie war das geiler. Da sind wir hergekommen. Da gehen wir auch wieder zurück. Und hier ist noch eine Falle. Ich meine, Fallen in Schärfe bringt leider auch nichts. Hätte... Jetzt auf einmal bin ich voll dunkel. So, hätte man gesagt, für Fallen entschärfen bekommt man Erfahrungspunkte, dann würde sich das auch lohnen. Bekommt man aber nicht. Ach, ich muss Nase putzen, Alter, ich kriege einen Krampf. Warte mal eben. Weiter geht's. Hier können wir jetzt einfach durchrennen. Alter, das Thema Vampire finde ich richtig cool, jetzt, dass das noch dazu kommt. Stell dir mal vor, du kannst jetzt einfach noch halb Vampir werden. Halb Elitide, halb Vampir. Alter. Ich werde voll das Monster. Also hier geht's auch noch lang. Das führt wieder in die Stadt zurück, ne? Sehe ich richtig, oder? Gucken wir uns mal um. Mh, lecker. Gammelige Möhre. Mein Lieblingsessen. Mit Erbsen. Ja, das führt wieder in die Stadt zurück. Wir gucken jetzt trotzdem, wo es zurück in die Stadt führt. Und dann gehen wir unten auch nochmal gucken, weil da war ja auch noch ein Weg. Also hier kommen wir jetzt an. Dann müssen wir wieder weiter. Hier im Tempel sollen wir noch rausfinden, wer der Mörder ist. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wer der Mörder ist, aber wir haben die Mordwaffe. Mit ihr noch mal schnell reden. Und ja, wir gehen definitiv noch mal runter. Definitiv. Go talk to the investigator. The sooner we clear Brilgor's name, the better. Okay. Hier haben wir einen Zwerg. Vielleicht bist du ja schuld. Please, if you have business here, seek Sister Yanis. Okay. Wir gehen nochmal runter. There must be something. Outraged.
Alter, hier gibt es ja so viel noch zu entdecken. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Also, wir werden hier noch Ort. Oha. Okay. Da möchte ich, dass ihr gerne hingeht, bitte. Da. Was haben wir hier? Warte mal. Stopp. Hier können wir auch nochmal Leben hin. Gibt es hier was zu entdecken? Ein Weidenkorb? Hopp, da müssen wir hin. Es kommt mir nicht wieder auf die Idee zu fliegen. Ach so, okay. Ja, wir müssen noch ein ganzes Stück weiter, weil hier waren wir. Hier sind wir, glaube ich, rausgekommen. Und hier sieht man auch die Blutspuren. Naja, das, was da war, haben wir getötet. It would be my pleasure, Karlak. Once the Absolute's been crushed for good. Don't leave half enough time for messing. Hier kann man hoch. Schon wieder ein toter Flüchtling. Und einer frisst hier reihenweise die Flüchtlinge auf, Alter. Freunde, wir müssen hier hoch. Kannst du hier nicht einfach hochfliegen? Ring ohne Edelstein. Ich den scheiß Teller liegen, aber ein Blechteller. Aha. Ich komme nicht an die Truhe. Karlak, du kannst schon mal wieder runterspringen. Ich guck mich hier erstmal eben um. Wo wären wir hier? Okay, hier ist aber sonst auch nichts wirklich, ne? Okay, dann fliegen wir wieder runter. Höhleneingang. Eine neue Höhle. Angleirons Keller. The boss is expecting you. Hasn't forgotten what you did for him at Moonrise. Wer ist euer Boss?
2 days just to get hold of a Stillwatcher optic module. And for what? Waste of time we don't have. Okay. Look, unless you're an expert in Stillwatcher gyroscopics, please get out of my light. Get out of my light, okay. Tula. It's you. I might have time for a catch-up later. Walbrim will want to see you. We've been taking a beating, but he's ready to hit back. Okay. Wo's Walbrim? Der hier ist ein Händler, ja? You think I want my clan facing down one of those walking death machines with cutlery? Then leave me to my work. Ist ja gut, Alter. Habt ihr was zum Handeln? Only if you're quick. Mein Gott. Gute Beeren. Einfaches Gift. Nüsschen. Blitzblender. Blender ein Ziel, wenn es sich um einen Stahlwächter und ein Spähauge handelt, wird es außerdem betäubt. Kosten die alle so viel oder einer? Alle. Hauchpulverfall. Die finde ich gut, die nehme ich mal mit. Flinke Finger. Dann Handschuhe, okay. Guck mal, ich habe bestimmt auch irgendeinen Rotz, den ich dir verkaufen kann. Warte mal, hier. Ein Gandalf-Hut. Möchtest du Rubine? Davon habe ich ganz viele. Ein Seestern, den behalte ich mal. Der scheint wichtig zu sein. Dann habe ich ganz viele Ringe. Ich habe noch hier 2 Zauber. Ich könnte, was könnte ich hier noch anbieten? Ja, du hast gesagt, ich muss mich beeilen. Ich weiß, aber das, so einfach ist das nicht, mein Freund. Ich hätte einen Schimmertanz-Dolch. Vielleicht ganz cool. Für so einen Gartenzwerg. Okay, komm. Dann. Now let me get back to it. Eieieiei, die haben ja alle eine Laune. Wohlbrand, mein Freund. Oha. Good to see you. Wasn't sure you'd make it to the city. Not yet. I spent a lot of time thinking of worst case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the harpers, and you. I hope. Okay, Gortash ist so gut wie tot. Ich habe meine eigenen Gründe, ihn zu töten. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. We have a common enemy. But neither of us gets what we want until we deal with our biggest obstacle. The Steel Watch, they're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized, servants of the people, but they only serve one man. When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, freedoms will vanish, and soon you'll be accused and sentenced before you've even committed a crime. Schau mich da jetzt nicht so an. Gondians are to blame for all of it. Äh.
Warum gibt ihr den Gondia an die Schuld? They invented the Steel Watchers and they're building an army of them. They've always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravok's boots, given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while this city screams. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. Was war euer Plan? Same as it always is. Eliminate the threat. In this case, the foundry where these atrocities are produced. The Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A rune powder bomb. First of its kind. 50 wizards high on the weave couldn't summon this kind of firepower. Get the bomb inside the Gondian facility and boom. Problem solved. Schleicht euch hinein, platziert die Bombe, schleicht euch raus. Bam, ist doch nicht allzu kompliziert, oder? I knew you were the practical sort. That's why we get along. The foundry is in the lower city, down by the docks. Beautiful building, belching smoke into the sky day and night. Getting inside won't be easy, but when you do, place the bomb at the heart of the facility. Get yourself back to street level. The streets will be clear of Watchers in no time. Okay. Speichern. Mein Freund, das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin. Aber ist natürlich, ne? Müssen wir ja auch wieder ganz ehrlich sagen, ist natürlich ein harter Kampf, ne? Rindenhautrezept lesen. So. Nein, nicht zu machen. Nein. Okay. Aber wo sind wir jetzt hier? But there's no keyhole. Must be a switch or something nearby. Aha. Wo kommen wir jetzt aus? Eisenhand Gnome, unsere Kümmernisse. Es sei verkündet, dass die urzeitliche Quelle der mechanomagischen Methode und Maße Gerdel Eisenhand ist. Gnomische Gottheit der militärischen Werke. Über Generationen hinweg schuften die Eisenhands in ihren Werkstätten in Baldur's Tor voller Ehrerbietung. Sie erschufen Geräte von Präzision und Schönheit, arbeiten in Frieden neben den Werkstätten niederer Handwerker. Manchmal in ihrer Großzügigkeit lehrten die Eisenhands diese andere sogar eine ihrer Methoden. Dann aber gründeten die Anhänger des Diebesgottes Gond in ihrer Arroganz ein Haus der Wunder und brüsteten sich sämtliche mechanomagischen Werke in Baldur's Tor erschaffen zu haben. Und viele Gnome schlossen sich zu ihrer großen Schande den Gondian an. Und die Stimme von Gerdal sprach Wolfekraft Bongel und sagte zu ihm, lasst nicht zu, dass diese Gondia euer Lebenswerk stehlen. Und so sprach sich Wolfekraft gegen die Gondia aus, führt die Unzulänglichkeiten und Fehler in ihrer schlampigen Werke an, wies berechtigterweise darauf hin, wie überlegen die Schöpfer der Eisenhand waren. Die Gondia in ihrer Neid und ihrem Zorn begingen schlimmsten Rufmord an den Eisenhands, schlimmste Verleumdung, und Wolfekraft zürnte. Darauf folgte der Tod Wolfekrafts im bedauerlichen Zwischenfall mit dem Runepulver, und die Eisenhands wurden mit Hilfe der flammenden Faust aus der Stadt ins jämmerliche Exil getrieben. Also tun wir eigentlich was Richtiges. Ne? Siehst du auch so. Most pleasing to sleep in the woods.
der Schmied. Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? Wie werdet ihr wissen, was meine perfekte Waffe ist? I provide a personalized service for my customers. To make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me, how do you like to kill? Ja, langsam und schmerzhaft. Ich will die Furcht in den Augen sehen. Kurz und schmerzlos. Schell und leise. Wenn mein Opfer Messer im Rücken bemerkt, bin ich bereits verschwunden. I see. Playing to your strength. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? Fühlen? Ich fühle erstmal die Taschen ab und dann den Schmuck. Killing holds no fear for you, does it? You understand what it takes and what it gives. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? Nein. Vielleicht, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. There's a killer inside you, isn't there? It wouldn't take much to push you over the edge. Still rolling in the muck, I see. Good Hash knows you are coming. Knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm-weakened brain. Oh, you could kill him. Let him close and make him feel the tickle of your blade between his ribs. Remember, his throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. She's toying with me. What does she want? Ja, das frage ich mich auch. Die ist gruselig. Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Ich habe euch nicht angegriffen, ich war hier draußen. Ich muss niesen. Sorry. Ich habe euch nicht angegriffen, ich war hier draußen. Don't dare lie to me. I saw you with my own eyes. Grinning at me like some bloody imbecile. I'm gonna knock that smirk right off your face. Ihr seid noch ganz benommen. Seid ihr sicher, dass ihr euch richtig erinnert? Well, I'm sure it was you. I'm almost certain. Ah, gods be damned, I don't know. I'd have sworn, but my head's pounding. I don't remember. I need a bloody drink. Go on, clear off. I've seen enough of your face today. Aber ich hab doch gar nichts gemacht, du Affe. Können wir nochmal mit ihm reden? What do you want now? Ich will wissen, warum ihr eurem Keller Eisenhandknome beherbergt. Been poking around downstairs, have you? Well, I've got nothing to hide. Those gnomes are victims. They spent years in exile, no forge to call their own, all because of some ancient bloody grudge. The Gondians think they're the only ones fit to swing a hammer round here. They're wrong. One day they'll learn that the hard way. Until that happens, I'll give those iron hands a roof over their heads. Nothing wrong with it. Now clear off. You want anything else? Go to the shop. I've got work to do. What do you want now? Ich möchte handeln. You're down to the bloody... Okay. Hier ist noch eine Doppeltür. Ah ja, hier ist auch noch ein Laden.
Können wir mal die Tür schließen? Wir gucken mal, ob wir klauen können. Irgendwas bei, was man gebrauchen kann. Untersuchen. Hier ist der Laden, ja, der sagte. Hi. Hi. Want a blade or a bow? Geile Haut, ne? Or maybe a spear is more your thing? You look like you know how to use a spear. By spear. What do you say? Huh? Seid ihr es, die die Waffen des Schmieds verkauft? Yep, that's me. Ich würde mich mal nach eurem Boss erkundigen, er hat ein paar Probleme. Oh, alright. Yes. I just got to find a way to bother him. Huh. Without actually bothering him. He doesn't like to be disturbed when he's in the zone, see? Is there anything else I can do for you? Immer ihr schmiert ihm ganz schön Honig ums Maul, was? It's Gildrel Angelion, for God's sakes. If you knew how good he was, trust me, you'd feel exactly the same way. Mal sehen, ob ich eure Verkaufszahlen nicht etwas steigern kann. Zeigt, was ihr habt. Oh, yay! Oha. Schweiers Schlittenbrett. Schildkanalisierung. Der Schild hüllt den Träger im Kampf zu Beginn seines Zugs in Energiekanalisierung. Okay. Knochen, Dorn, Kleidung. Fleischscheiben, Entschlossenheit. Du erhältst 15 temporäre Trefferpunkte, wann immer du im Kampfrausch gerätst. Verringere jeden erlittenen Schaden um 2, wenn der Träger von einem Nahkampfangriff getroffen wird. Okay. Tanzende Brise. Okay, wir nehmen die erstmal mit, die beiden. Und dann gehen wir, ich gehe mal eben zurück ins Lager und tausche mal alles aus, okay? Bis gleich. Also ich bin jetzt im Lager angekommen, weil ich gerade Sachen holen wollte. Hier. Hab hier gestartet und hier liegt ein Brief von Arabella. Die Tinte ist noch frisch, die Handschrift sehr sorgfältig. Hey ihr, ich schulde euch sehr viel. Zum einen weiß ich nicht, wie der Bauch einer Schlange von innen aussieht. Zum anderen habt ihr mir erlaubt, in eurem Lager zu bleiben. Und noch dazu habt ihr herausgefunden, was mit Mama und Papa passiert ist. Ich bin jetzt alleine und der Knochenmann sagt, dass das so gut ist. Ich muss mich nur vom Gewebe leiten lassen. Und soweit ich das sagen kann, zieht es mich nach Ballustor. Also gehe ich zuerst einmal dorthin. Naja, danke jedenfalls für alles. Ich werde es nicht vergessen, Arabella. Okay. Was macht er jetzt hier? Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before. And, my mom hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? What harm? She's little, won't take up much space.
or make much of a dent in our provisions. Mhm. Natürlich könnt ihr bleiben, Jana. Sucht euch einfach einen Platz. Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Eieiei, okay. Also mein Hundi hat wieder was für mich. Ich wollte eigentlich nur Sachen tauschen. Ende gut, alles gut, hä? Eine Streicheln. Er hat sich bestimmt bedankt. Ich habe keine Ahnung. Hätte ich mit Will machen müssen. Hier ist meine Truhe. So, jetzt kann ich tauschen. Also ich bin vollkommen überladen. Ich habe 337. Hat einfach alles im Inventar geklappt. Aber jetzt können wir ihr die Sachen verkaufen. Das ist doch gut. Und wenn was übrig bleibt, dann vielleicht holen wir noch was. Schauen wir mal. Der hat kein Geld mehr. Der ist jetzt schon pleite. Ich habe noch das ganze Inventar voll. Ich habe noch das ganze Inventar voll, du kleine Pissnelke. Was ist dein Ernst jetzt? Der ist schon zu teuer. Hier ist noch ein schwuler Ring. Oh, das kann nicht dein Ernst sein jetzt. Die nehme ich noch mit. Die finde ich gut. Okay. Und okay. Inventar, ja, ich weiß ja, dass drüben noch ein Händler war. Wir gucken jetzt mal eben. Eieieiei. Also das behalten wir schon mal. Das kommt hier hin. Das bleibt auch bei mir. Das bis hierhin kannst du tragen. Da kannst du auch noch mehr tragen. Ach, du kannst noch viel mehr tragen. Du kannst noch das hier nehmen, alles. Na, warte mal, die Stab. Die Sachen müssen wir hier behalten. Was Barben, Baby? Was ist denn hier so schwer? Kann mir halt einer sagen. Gut, keiner überladen. Dann gehen wir jetzt nochmal bei den Gnomen und verkaufen. Da war ja auch noch ein Händler. Hüp. Freunde, ich bin nur durch das Tor gegangen. You'll be getting a mouthful of sparks at this rate, only if you're quick. So, du hast genug Geld. Das sollte gehen. Die Sachen behalten wir. Dann das weg. Das behalten wir alles. Das behalten wir alles. Das kommt jetzt weg. Wie viel hast du? 1900. Und prinzipiell kann ich hier noch ein, zwei Sachen abnehmen. Okay. Abbrechen. Keine Pfeile. Die Pfeile behalten wir alle. Gifte auch. Dann haben wir den Scheiß hier noch. Abbrechen. Hör mal auf, jetzt hier immer das Ding zu verschieben, du Vogel. Stimmt denn mit dir nicht?
Guck mal, da haben wir doch schon mal einen guten Deal. Habe ich noch was? Nee, jetzt habe ich hier alles weg. Gib mir dein Gold. Tauschen. Jetzt kommst du. So, da sind noch welche. Das war's. Schwupp. Ach, mehr hast du nicht. Okay, dann bist du schon wieder pleite. Dann hätte ich gerne noch die hier. Und die hier. Und die hier auch. Und den hier auch noch. Okay. Jetzt hast du noch wie viel Gold? 14. Da ist ja nicht viel. Und wir haben noch voll viel zu verkaufen. So ein Scheiß. So, du kannst mir mal die Sachen geben, die du jetzt gerade bekommen hast. Das hier. Ja. Für mich. Ich gebe mein Gold an Will. Wir sortieren alles nach Typ. Ich habe jetzt hier ganz viel Kleinkram dabei. Hier, ne? Oh, okay. Wir können einen weiterentwickeln. Wir haben so eine Larve. Und du hast doch auch noch irgendwas bekommen von mir, oder? Nö, scheinbar nicht. Dann hauen wir ab. Speichern und dann weiter. Wir brauchen noch einen Händler. Oh, okay, dann haben wir ja echt viel entdeckt, gemacht, getan. Oh, jetzt sind wir hier, okay. Was ist denn mit dem Gebäude hier? Das ist verschlossen, ja? Ein Schlüssel. Wir machen die Tür mal wieder zu. Geliebte Söhne, ich warte nicht, bis die Kultisten der Absoluten mich geschnappen. Ich mache mich auf zum hohen Holz, sucht mich am Angelloch, wo wir den Knochenhecht gefangen haben. Es ist nicht viel, aber ich habe euch alles Gold hinterlassen. Ich schlage mich ohne durch. Stattet euch aus und verschwindet, ehe es zu spät ist. Denkt an eure Ausbildung und Kastiv. Schlurft beim Gehen nicht mit den Füßen. Ihr hinterlasst eine deutliche Fährte. Die müssen wir erstmal entschärfen. Gold, das ist jetzt nicht so viel, ja? Okay. Und dann haben wir... Wenn wir jetzt hier hochgehen, sind wir hier, ne? Dann könnten wir hier einmal so hinten rumgehen und gucken. Ist ja jetzt hier einfach nur zum Gucken. Können wir mal hier hinkommen. Damit wir wenigstens alles gesehen haben. Im Übrigen gehe ich nochmal kurz hier hin. Ich möchte Geld spenden für die Bedürftigen. Okay, Entschuldigung.
Good. Means you'll be further away from me. Also sind das alles unhöfliche kleine Wichsfiguren, ne? Aldarians! Stand with me against this tide that threatens to overwhelm us. Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The flaming fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. Ah, another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in. Soon, there'll be no room left for any of us true Baldarians. Baldur's Tor ist die vielfältigste Stadt in ganz Verun. Wir sollten sie mit Stolz aufnehmen. Another bleeding heart. Piss off and take it elsewhere. You and I have nothing more. Was ein Arschloch, ne? You see them over there? Refugees? Ha! Not but a cover. I know what they really are. Died in the wool agents of the Absolute. Mark my words. Einschüchtern, ich nehme lieber was ganz anderes ins Visier. Gelobt sei die Absolute. Mach mir ein bisschen Angst. Ah, oh Gott, oh Gott. Look, let me live and I'll say nothing. I swear it. Just leave me in mine alone. Was sagst du noch? Willst du auch noch was sagen? Between you and me. I don't think there are enough flaming fists here for these refugees. Warum sagt ihr das? Us Baldurians can't feel safe with so many of them roaming about without proper supervision. Let's hope Archduke Gortash can make a difference. Kommt mir gerade so ein bisschen bekannt vor, das Ganze hier. Thanks to you. Who are you? Someone who bets that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. Seid ihr nicht ein Scharid aus dem Kloster von Schattenherz? There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the strangest twinge of disgust. As I look upon you, is it true? Has our lady forsaken you? Na, Schattenherz, du machst das schon. I know the truth. I know my parents still live. Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the Lower City. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form of doing so, after all. Mm-hmm. Klingklong? Klingklong. Klingklong. I'm not paid to talk. If you want something, speak to Zenovia. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Zenovia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Jetzt beruhigt euch erstmal und sagt mir, was hier vor sich geht. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Das ist ein ziemlich großes Haus. Könnt ihr wirklich kein einziges Zimmer entbehren? My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. Ye gods, this guy is begging to get smacked.
This man's indignant demeanor barely masks a seething anxiety. There's more to this situation than he's letting on. I'm a very magnanimous individual, but this is my home! Either they leave, or I'll make them! Er scheint nervös zu sein. Ist alles in Ordnung? Well, wouldn't you be on edge if your beautiful home had been defiled by such brazen interlopers? Hört mal, ich kenne die Gildenpreise. Ich löse euer Problem für die Hälfte. Wie wäre es mit Leben und Leben lassen? Dann lasse ich euch leben. Wie wäre es mit Leben und Leben lassen? Dann lasse ich euch leben. Fine, fine. They can stay. Don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. Können Sie Backpfeife haben? The guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. Sonst was? I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Ich habe erst neulich einen Avatar von Mikul besiegt. Das schaffe ich euch mit Links. Ich könnte euch das Gold geben, doch dann würde ich es mir wieder nehmen, wenn ihr tot seid. Ach, Glück gehabt. I think you're overestimating your abilities somewhat. But I've got time for this. Come on, boys. We've got places to be. Come on, boys. What for boys? So, und jetzt finden wir mal raus, was der gute Mann hier zu verstecken hatte. Better to be within its walls than without Martha. Heartless scum. I'm a reasonable woman. We could easily work something out in a house this big. Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. And may Torm keep you. Nicht zu danken. You're the first person in this city to have our backs. Thank you. Really. I was sure we were about to be evicted. I don't think that you're what's that? Don't want to draw any attention. Don't give me trouble now. Ich weiß, wir haben schon voll spät, Alter. Ich muss cutten. Freunde, wir machen hier einen Cut. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.